Thomas Warny, Antje Hofmann und ihre Kinder Lukas, Bjarne, Mietja und Katharina sind heute auf Mundraubtour. Fast vor der eigenen Haustür in Warnemünde. Das ist einfach von hier. Wir haben Spaß dabei, uns das zu sammeln und aufzuklauben, zu schütteln. Wir lachen, wir sind fröhlich. Obst pflücken in der Natur. Auch Kai Gilthorn macht das glücklich. Genau deshalb entwickelte er vor 6 Jahren mit Freunden die Internetseite mundraub.org. Mundraub ist ein Pflückatlas oder ein Genussatlas für öffentliches Obst. Wenn man Lust hat, sich irgendwas zu sammeln aus seiner Umgebung, dann geht man auf die Karte und guckt, ob schon was eingetragen ist und sammelt sich dann irgendwas. Ja? Oder wenn wir so einen Baum wie diesen Pflaumenbaum hier gefunden haben und sicher sind, dass der öffentlich ist, und ich gehe mal davon aus, dass er das ist, weil hier ist halt Wildnis, Mundraub-Map aufmachen und dann kann man schauen, wo befinden wir uns. Wir befinden uns hier auf dem Parkplatz Rohrmannsche Koppel. Hier ist er. Und hier Schneckenbruch, also hier im Hintergrund, kann man das dann eintragen. Klicken, finden, pflücken. Lukas und seine Geschwister haben Mirabellen entdeckt. Die kleinen Pflaumen erntet man am besten im Team. Also rauf auf den Baum und kräftig schütteln. Steckt da hinten noch bessere. Und ja, ich gehe mal noch hin. Hier liegen Tonnen von Lebensmitteln, die man ohne diese Seite nicht finden würde oder nicht wirklich sehen würde, weil man geht einfach spazieren, aber sieht, nimmt das nicht wahr, dass hier so viel zu essen ist. Deswegen finde ich das sehr gut. Kai Gilthorn will mehr. Der gebürtige Mecklenburger plant neue Projekte, die über eine Internetseite hinausgehen. Die Vision von Mundraub ist die essbare Landschaft entdecken und gemeinsam gestalten. Und das Entdecken funktioniert schon ganz gut. Wir haben ja jedes Jahr 2 Millionen Menschen auf der Seite, 30.000 Nutzer, die registriert sind. Aber das Gestalten kommt noch ein bisschen zu kurz. Wir pflücken ja im Moment nur und wir wollen jetzt aber auch pflanzen. Und meine Vision ist, dass wir diese Obstbaumalleen, die so langsam, die unsere Landschaft prägen, aber so langsam verschwinden, dass wir die wieder nachpflanzen. Abendessen im Garten. Frische Mirabellensuppe mit Klütern. Das ist Bjarnes Spezialität. Für heute sind die Mundräuber zufrieden. Mit der Ernte und dem wahrscheinlich letzten spätsommerlichen Picknick. Im Oktober wartet dann der Holunder auf sie. Oh, schmeckt das lecker. Hat ja echt gut gemacht, gerne. Ja. Aber schmecken tut es lecker. Können ja auch.